Servus und willkommen hier auf dem Kanal von AS Tutorials. Hier ist natürlich wieder euer AS und ich möchte euch natürlich wieder begrüßen zu einem weiteren Tutorial. Wir kommen heute zu den ersten Mod für Counter-Strike Source. Wir kommen heute zu Metamod Source und natürlich zu Source Mod. Zuerst müssen wir Metamod Source installieren. Die gibt es natürlich in Windows, Linux und Macintosh. Bitte mal die aktuellste Version, die hier in den grünen Bereich ist, also hier auf der linken Seite. Ich habe das natürlich, weil ich das natürlich auf einem Windows-Server euch zeige, habe ich mir hier die Windows-Version. Wenn ihr natürlich Linux, dann bitte die Linux wollt, die ihr Macintosh haben, dann bitte die Alternative von Macintosh runterladen. Ihr könnt natürlich auch gleich von Source Mod auch den Mod runterladen. Dafür klickt ihr hier einmal auf Release. Macht mal ganz kurz. Und dann habt ihr auch hier Release einmal für Windows, Mac und Linux. Denn bitte auch für die Version die entsprechende Datei runterzuladen. Gut, ich habe das natürlich schon alles runtergeladen und auch entpackt. Da will ich natürlich sagen, wir müssen auf jeden Fall erstmal Metamod Source installieren. Das ist das Grundgerüst. Das muss also erstmal installiert werden. Also fangen wir jetzt erstmal mit Metamod Source an. Ist das jetzt richtig? Ja, Metamod Source. Gut, also gehe ich hier in den Ordner Metamod Source. Und dort haben wir einen Ordner, der nennt sich Add-ons. Und da sind jetzt einfach die Dateien. Das heißt, hier mal ganz kurz zurück. Dafür gehe ich natürlich per FTP erstmal drauf. Das heißt, wenn er jetzt auf euren Server geht, ja, das ist mein Server, dann müsst ihr bitte erstmal in den C-Zweig-Ordner, wo zum Beispiel eure Bin, CFG, die Custom, Downloads, Download Lists, Maps, Media und der Resource-Ordner existieren. Und da muss jetzt die Datei drin sein. Solltet ihr schon Add-on haben, dann könnt ihr reingehen und das so separat reinladen, oder ich mache das jetzt hier gleich mit diesem Ordner. Dann brauche ich jetzt nicht den Ordner extra erstellen, also einfach mal hochladen. So, ich werde das natürlich hier direkt über HSW machen. Ihr seht, der Server ist online und wir haben hier keine Erweiterung drauf. Das ist natürlich jetzt erstmal sehr wichtig. Checke das noch mal gut, und wenn er alles oben hat, was jetzt erfolgreich, also erfolgreiche Übertragung, das ist immer sehr wichtig, würde ich sagen, starten wir den Server einfach neu. Dafür gebe ich einfach mal quit ein. Wie gesagt, habe ja schon ein Video gemacht zum Restart, einfach in die Playliste, wird immer zum Anfang des Videos angezeigt. So, Server ist wieder neu gestartet. Sollte er. Und wir haben jetzt hier jetzt eine Version. Metamod Source Version 1.10.3V, also 4 Versionen. Wir können natürlich auch Plugin Print ausgeben. Die Befehle stehen natürlich in der Videobeschreibung sowie auch alle Links. So, und da sagt er mir 0 Tape Metamod Source und dann hier nochmal die Version. Gut, das Grundgerüst ist also schon installiert. Dann fangen wir jetzt mit Source Mod an. Gehen wir zurück. Hier haben wir Source Mod. Da werden wir jetzt natürlich das auch so, so wie es ist, werden wir jetzt auch einfach hier hochladen. Zack. So. Wird jetzt ein kleines bisschen wahrscheinlich dauern. Gut, das sind natürlich jetzt ein paar Dateien. Darum will ich jetzt vorschlagen, werden wir schon mal uns Adminrechte denn schon mal in die Config reinschreiben. Das heißt, die Config müssen wir dann noch mal einmal hochladen. Dafür geht ihr einmal bitte in den Add-ons Ordner, in den, ich glaube, Metamod. Muss jetzt aber ganz kurz gucken. Nein, Entschuldigung, natürlich in den Source Mod. In den Source Mod Ordner und dann haben wir hier die Configs. Da gehen wir auch einmal rein und dort befindet sich eine
admins-simple.ini. Das machen wir einfach mal Rechtsklick und öffne einfach diese Datei mal mit Notepad++. Oder plus, wie auch immer. So, dazu kommen wir schon zu dem nächsten Link. Ja, da sind wir jetzt gerade dabei. So, Admin-Commands, da kommen wir später zu. Hier ist eigentlich eine kleine Anleitung, aber was jetzt hier wichtig ist, sind jetzt hier die sogenannten Flags. Die Flags sagen uns, was wir für Rechte haben, wie zum Beispiel A für reservierte Slots, generieren, kicken, bannen, unbannen, change map, config, den Chat, den Vote, ein Passwort. Das ist aber dann für Gruppen speziell, das werde ich jetzt hier nicht machen. R-Commands, Chats und natürlich zum Schluss das Z für den Root-Rechte. Und das werden wir jetzt hier machen. Das heißt, wir scrollen hier ganz runter. Und hier ist auch schon ein kleines Beispiel. Also, wie braucht man das jetzt? Ja, nehmen wir jetzt einfach mal diesen Beispiel. Sagen kopieren, gehen in die letzte Zeile und schreiben jetzt diesen Befehl rein. So, jetzt haben wir natürlich hier oben eine Steam. Ja, ist natürlich keine richtige Steam. Da müsst ihr bitte eure Steam-ID einschreiben. Das macht ihr ganz einfach. Geht einfach in euer Spiel oder auf euren Server. Dann einmal bitte die Escape-Taste. Dann sollte bitte die Konsole aktiv sein. Und gibt dann einfach nur in die Konsole den Befehl Status. Damit wird dann eure Steam-ID angezeigt und die müsst ihr dann bitte hier durch eure Steam-ID ersetzen. Jetzt haben wir natürlich hier die Rechte mit BCE. So, das heißt B Generals, also Admin-Rechte, C und das heißt, man kann kicken und man kann entbannen. Mehr Rechte hat er nicht, aber ihr wollt natürlich volle Rechte haben. Und da nehmen wir jetzt natürlich einen anderen Befehl. Da machen wir jetzt einmal 99, das ist eine sogenannte Priorität. Und Doppelpunkt Z, das heißt Root-Rechte, das heißt, ja, so heißt es, das heißt, ihr habt volle Administratorenrechte. Das heißt, ihr seid von der Priorität auf 99 hochgestuft, höher geht nicht. Ihr könnt ja dann, sage ich mal, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier noch einen eintragen, statt 16 mal, sage ich mal, 17, könnt ihr natürlich jetzt auch ihnen sagen, was ich, 80 Doppelpunkt Z. Das heißt also, er hat natürlich auch Root-Rechte, steht aber von eurem Rang niedriger wie ihr, weil ihr die Priorität 99. Das heißt, er kann euch nicht ja, raus entfernen, aber ihr ihn, weil eure Priorität natürlich höher ist als wie ja, als wie er selber. Das ist jetzt ein Beispiel. Dann gibt es natürlich noch ein Beispiel. Ja gut, hier steht es ja nochmal. Der Link wird euch auch nochmal niedergeschrieben. Da wird auch dieser Beispiel hier nochmal erläutert. Hier 5Z, alle Permissions, bla bla bla, ID Level 5. Ne, das heißt, ist auf Level 5. Gut, ich habe es jetzt auf Priorität gesetzt, dann ist es ein bisschen verständlicher. Das heißt, ihr habt dann die Level 99 vom Level und Rechte und dann, wenn dann setzt er den auf 80 oder 20, so wie hier zum Beispiel, dann hat er die Priorität oder die Level 5, hat aber Root-Recht, das heißt, er hat schon volle Rechte, aber er kann euch nicht rausnehmen aus der Admin-Listen, wie auch immer. So, ja, das war's eigentlich so schon zu den Gruppen. Zu den Admin-Rechten. Man kann sich natürlich noch
Gruppen erstellen. Das geht natürlich auch. Dafür öffnen wir uns mal die Configs, nicht Core. Selber ganz kurz gucken. Die befindet sich. Ach so, das sind die Admins. Okay, deswegen, ja. Okay, dann öffnen wir uns mal die admins.cfg. So. Hier kann man jetzt sogenannte Gruppen erstellen. Das wird auch hier auch beispielsweise ja, mit einem Passwort. Gruppen, die Flex und Iconomity, das ist dann ja, die Steam-ID. Da kann man jetzt zum Beispiel sagen, ja, zuerst den Flag. Da kann man zum Beispiel sagen 99 Doppelpunkt Z. Dann sagen wir, wo ist er? So, da sagen wir jetzt zum Beispiel Group. So, den Group-Namen und da sagen wir jetzt einfach nochmal, da können wir jetzt zum Beispiel sagen Root. Admin. Und das heißt eigentlich nur, dass denn diese Gruppe, bin ich jetzt richtig, Authentifikation. Gruppe, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, Gruppe, ja genau, das ist die Gruppe. Dann kann man, das ist in dem Sinne die erste Gruppe. Und das könnte man sich jetzt zum Beispiel einmal kopieren. Das haben wir auch hier auf der Wiki-Seite. Haben wir hier irgendwie Beispiele? Ja, hier zum Beispiel. Hat man denn bla bla bla. Community 99 auf 5. Wie ist das hier anders? Muss ach so. Ja, klar. Den müssen wir natürlich. Ach, Entität ist das hier nur. Den müssen wir hier noch die Community noch eingeben. So, das heißt, den tragen wir natürlich auch noch hier ein. Und da sagen wir denn zum Beispiel 99. Und da geben wir natürlich nur das Z ein. Das heißt, die Flex, das heißt also jetzt hier nur den Flag, das heißt, welche Rechte diese Gruppe besitzen sollte, also den Root-Admin. Das heißt, volle Rechte und was er für eine Priorität haben soll. Und das ist ja in dem Sinne hier die höchste Priorität, das heißt auf 99. Und dann könntet ihr hier jetzt unter Admins, das heißt, ihr könnt euch jetzt hier, das ist jetzt hier ein Namen, Beispielszusammen, den könnt ihr ja auch anders nochmal benennen, den könnt ihr hier unter Admins, so wie es eigentlich hier auf der Wiki-Seite ist, ja, könnt ihr das eigentlich erweitern, das heißt, ja, Root-Admin, Co-Admin, Side-Admin oder wie auch immer, da könnt ihr eure Gruppen erstellen. Ist aber eigentlich auch hier nochmal ganz, ja, könnt ihr nach IPs, aber ist ein bisschen Blödsinn mit IPs oder mit Namen, könnt ihr natürlich auch machen oder hier per Steam-ID. Identität, hier Steam-ID, könnt ihr dann eure Steam-ID, dann seid ihr ja automatisch in diese Gruppe sowieso drin. Und ja, wenn wir das einfach haben, speichern wir das eigentlich alles ab.
So wie hier auch. Speichern wir einfach ab. Und dann sagen wir jetzt einfach nur Add-ons Source Mod Config und laden die admins.cfg und admin-simple.ini. Die laden wir einfach nochmal per FTP auf diesen Server hoch. Ja, also einmal überschreiben bitte. Das ist wichtig. Dann sagen wir nochmal einen schönen Quit-Befehl, dass er einmal den Server neu startet. So, ist wieder online und wenn wir jetzt hier gucken, haben wir Metamod Source Version und Source Mod 1.6.2. Wir können natürlich nochmal Plugin Print, aber da wird glaube ich nur Metamod ausgegeben. Wird nur Metamod Source ausgegeben, also Source Mod wird nicht, weil das nur eine Erweiterung. Das zählt nämlich nicht als ja, Grundstein-Plugin, wie zum Beispiel MoneyAdmin-Plugin ist ein Grundstein. Und so ist das Metamod auch. Das ist, Source Mod ist nur eine Erweiterung, das wird dann hier nicht aufgelistet. Aber hier unter Erweiterung steht es drin. Ja, und natürlich noch ganz wichtig, ja, das habe ich euch noch ganz vergessen, der letzte Link, Link 4. Da kommen wir zu den Commands, weil wir müssen natürlich Rechte irgendwie auch kriegen. Dafür, also wenn ihr eure Steam-ID eingetragen habt, das alles, dann könnt ihr hier diese Befehle, zum Beispiel add all, oder ihr gebt dann zum Beispiel sm-admin ein, das steht denn hier, hier ist es, sm-admin in der Konsole ein. Und dann habt ihr das Admin-Menü und darüber könnt ihr zum Beispiel den Server auch steuern, das heißt Kicken, Bannen, Map-Wechsel, Slappen und ja, hier stehen nochmal die separaten Befehle alle drin, wie SM-Help, da kriegt ihr ja die Hilfefunktion, ja, SM-Kick zum Beispiel, SM-Map, SM-Aircon, Reload-Admins und Bannen. WHO, also wer ist wo, das könnt ihr alles denn dort darüber einsehen. Gut, das war's aber von mir auf jeden Fall. In den nächsten Teil werden wir das E1-Skript installieren, also ein etwas größeres. Da werden wir wahrscheinlich auch Mods installieren. Wenn ihr natürlich auch wissen wollt, wie ihr Mods installiert über Metamod und Source Mod, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich euch danach natürlich die entsprechenden Mods auch zeigen, wie man sie installiert. Gut, das war es jetzt wirklich von mir. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bye bye, euer Eis von Eis Tutorials.